Ich ändere nebenbei mal den Titel. Lange ist's her, The Dark Pictures Anthologie. Für YouTube, ich mache das Ganze jetzt noch den Kurators Cut. Wir hatten schon damals, als es rauskam, durchgespielt. Mega geiles Spiel und der dritte Teil steht ja auch bei allen Startlöchern. Aber wie gehabt, spielen wir noch den Kurators Cut, den habe ich natürlich noch nicht durchgespielt. Kurz nochmal als Erinnerung, weil der letzte Part ja ein bisschen zurückliegt. Der Kurators Cut ist quasi. Warte mal, wo muss ich denn da hin? Ah, hier. Der Kurators Cut ist quasi eine andere Sicht der Dinge. Also im Grunde unterscheidet sich das Spiel nicht ganz. Unterscheidet sich das Spielprinzip nicht ganz, sondern wir sehen einige neue Szenen, die wir vorher nicht gesehen haben. Zum Beispiel spielen wir an einer Stelle, wenn sich die Charaktere nach links und rechts aufgeteilt haben und wir im Hauptspiel nach links gegangen sind, spielen wir jetzt die Charaktere, die rechts lang gegangen sind und so weiter. So. Und diesmal spielen wir ohne diesen hässlichen roten Bildfehler, den ich bei den letzten Aufnahmen hatte. Ich habe nämlich das Problem ein bisschen gefixt. In den Zwischensequenzen bin ich ruhig, nicht dass ihr euch wundert. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts.
Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Ich werde auch nicht allzu viel spoilern. Für die, die jetzt einfach nur den Kuratus-Cut gucken wollen und die Story noch nicht gesehen haben, was eigentlich unwahrscheinlich ist, aber naja. Es gibt alles. Ich natürlich weiß ja schon, was, wie, wann, wo passiert. Außer bei dem Content, der jetzt relativ neu ist. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist echt komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. In diesem Playthrough ist mir egal, ob alle sterben oder nicht. Weil es ist kein großes Geheimnis, denn die Supermassive Games sind dafür bekannt, Entscheidungsspiele zu sein, wo man mit einer verkackten Entscheidung auch dafür sorgen kann, dass jeder stirbt. Aber das will ich nicht erreichen. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen. Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt. Ach ja, und wenn ihr im Hintergrund immer den Ton voraushört, das ist völlig normal, weil eine Capture Card kann, wenn sie nicht eingebaut ist, nicht zeitgleich aufnehmen, wie ich das gucke. Nicht heute. Also alles, was ich sehe ich quasi ein bisschen voraus, ehe ihr das seht. Also in der Aufnahme ist das quasi 2 Sekunden verzögert oder so. Deswegen kommt der Ton erst 2 Sekunden nach dem Mikro. Ich hatte viel Spaß. Ich kann ja jetzt auch nicht verhindern, dass das Audio dahin kommt, weil ich muss ja schließlich auch was hören. Ich spiele immer gern Taxi. Ich glaube, diese Auswahlmöglichkeiten gab es nicht. Du bist lustig. Die erste Entscheidungsmöglichkeit im richtigen Game war ja mit diesen Brüdern, ne? Im Wohnzimmer. Jetzt spielen wir die vor dem Haus. Siehst du, das ist schon mal die erste Änderung im Vergleich zum Hauptspiel. Und zwar schnell. Wie gesagt, man erlebt hier andere Perspektiven. So schlimm sind die nicht. Aber ich glaube, es sind die Perspektiven, die der zweite Spieler sehen wird. Ja. Weil, warte, ich mach mal kurz Pause. Weil man spielt das, kann das ja auch zu zweit spielen. Und wenn man zu zweit spielt, hat der andere Spieler andere Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, das ist quasi, der Kuratus-Cut ist, glaube ich, nichts anderes als der Multiplayer als Einzelspieler. Nur, dass man es halt zweimal durchspielen muss. Um alles zu sehen. Ich glaube, das, was hier der Kuratus-Cut ist, ist quasi der komplette zweite Spieler, wenn man im Zweispieler-Modus spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Ich werde durch
durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nicht dann wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Sie streiten sich so oft und sagen immer dasselbe. Immer wieder dasselbe. Du könntest auch mal Interesse zeigen. Weißt du, einmal. Hab dich nicht so. Ist doch nichts Neues. Sie streiten sich schon, seit wir krabbeln konnten. Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden. Hey, mehr Respekt. Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey, spinn hier nicht so rum. Erschreckt. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Megan ist nach oben. Schau doch mal nach ihr. Falls du nichts zu tun hast. Ich finde sie. Seht ihr, im Hauptgame konnten wir hier oben nicht rumlaufen. Wir sehen jetzt hier quasi eine neue Perspektive. Megan. Das ist halt der Kuratus-Cut. Und ich glaube, die haben ja einiges geändert, weil ich glaube nicht, dass diese Umrandung da vorher war. Dennis? Bist du noch hier? Was willst du? Wie geht's denn meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. Hey, Mom. Hallo? Hab nie verstanden, was er an diesem Zeug findet. Aber ich habe eine Vermutung, wie ich alle retten kann. Das war nämlich mein Fehler im Hauptspiel. Sie beachten mich gar nicht. Ich sag mal so, man darf nicht zu nachtragend sein. Wenn man zu nachtragend in dem Game ist, dann zahlt man die Konsequenzen dafür. Ich schaff's zeitlich aber nicht, jeden Tag eine Folge zu bringen, ne? Das wird sich jetzt über die nächsten
Wochen so hinziehen. Totgeweihte Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch. Wenn ihr das lesen möchtet, könnt ihr Pause drücken. So. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ist Ihnen egal. Kein Interesse. Sie sehen mich nicht. Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Hey, Megan. Was ist los? Ich hör dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Wovon sprichst du? Was war das? Siehst du das? Was zur Hölle? Megan. Hey, Megan! Anthony, hallo? Wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanya, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lasse dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Komm! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! So, ich sag mal, so müde sein, dass ich mitgehe, wenn das Haus auf einem steht. Man muss doch eine Hitze spielen. Ich krieg keine Luft. Habe ich erwähnt, dass das Game manchmal eklig ist? Hilfe! Ich
Leinwand schaut gleich ganz kurz weg. Ich sag, wann wir kurz wegschauen. Ach nee, egal. Ihr seid ja hier, wenn ihr das Game kennen wollt. Erkennt, denke ich mal. Ich glaube, die gleiche Entscheidung kann ich wieder treffen, oder? Tanja, warte! Ich muss Megan holen! Okay, in diesem Run, in diesem Dings holt er Megan. Ich konnte ja im Hauptspiel entscheiden, ob ich sie rette oder sie hole oder Megan. Und ich habe mich ja für sie entschieden. Deswegen lasse ich sie jetzt mal in der Reihe. Weil wenn ich runterklettere, würde sie sterben. Ich denke mal, hier stirbt sie auch, aber das hält. Ja. Ja, das Ding ist unausweichlich. Gerade bei dieser Anfangsszene. Du kannst das nicht anders machen. Du kannst es nicht anders machen. Das geht nicht. Du kannst es nicht anders machen. Auch das nicht. Also, oh. Was hast du getan? Mom, ja. Es ist zu spät. Tja, er hat gar nichts getan. Wir können das ja die nächsten Tage immer abends aufnehmen. Sie sind zurück. Interessant. Entschuldigen Sie mich kurz. Das Leben ist so schal wie ein uraltes Märchen, dem Schläfrigen ins dumpfe Ohr geleiert. Stimmt, wenn das Märchen schon ganz erzählt wurde, komplett. Doch dieses Märchen ist noch nicht zu Ende, noch längst nicht.
Eine Geschichte klingt oft ganz anders, wenn aus anderer Perspektive erzählt. Die Chance auf einen neuen Blickwinkel, andere Entscheidungen, neue Entdeckungen. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch. Ich könnte eigentlich auch das Mikro stumm, dann ist diese Hintergrundgeschichte weg. Ja, das mache ich jetzt auch. Wenn ich was zu sagen habe, entstumme ich mich. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh. Eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott.
Haben die die Textboxen geändert? An das kann ich mich hier gar nicht dran erinnern. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Fuck, wo ist mein Handy? Alles gut? Sieht übel aus. Alles gut. Langsam, hetz dich nicht. Jetzt sei keine lahme Oma und hilf mir hoch. Wer ist hier die lahme Oma? Was ist passiert? Wir hatten einen Busunfall. Du wirst es überleben. Das weiß ich selbst. Etwas Respekt, bitte. Tut mir leid, wollte nur helfen. Ich brauche keine Hilfe, vielen Dank. Aber der Professor und die anderen vielleicht, wo sind die? Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, gut, du lebst. Daniel? Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Sieht schlimm aus. Hoffe, Taylor geht's Taylor gut. Taylor kommt schon zurecht. Die kann sich immer aus allem herauswinden. Ich weiß, Taylor kann schwierig, egoistisch, streitsüchtig und engstirnig sein. Aber davon abgesehen ist sie echt super. Ich glaube, nach all dem hier verklage ich das College. Wofür? Einen blöden Abend? Das College ist für unsere Sicherheit verantwortlich. Ein Albtraum an Schlampigkeit. Wir hatten mitten im Nichts einen Unfall. Und der Feigling John ist unsere einzige Hoffnung. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen. Mir nach. Warum müssen Männer eigentlich immer das Sagen haben? Ich komme allein zurecht. Danke. Kommst du? Hey, Daniel! Hey, ihr! Ich hab einen Namen. Wie schlagt ihr euch da unten? Der Weg ist echt übel. Aber uns geht's gut. Dieser kleine Umweg ruiniert meine Klamotten. Das ist das Schlimmste? Deine Klamotten sind hin? Echt? Hey, die Sachen kosten bestimmt mehr, als du im Leben verdient hast. Du weißt ja nicht, wie recht du hast. Wenigstens einer hier hat Geschmack. Hey, was ist hier los? Nicht viel, will sie nur bei Laune halten. Daniel! Hast du dein Handy? Ich habe überhaupt kein Signal. Ist wohl beim Unfall runtergefallen. Warten wir die ganze Nacht hier? Wir gehen weiter.
Ich hab Wasser immer gehasst, schon als Kind. Ich gehe da nie und nimmer durch. Wir wären fast in einem Bus krepiert. Und du? Hast Angst, nass zu werden? Das verstehst du nicht. Diese Sachen kosten ein Vermögen. Ist doch nichts dabei. Komm einfach mit. Ich glaube nicht, dass du was entscheiden solltest. Du wärst gerade fast umgefallen. Na komm, ist ganz leicht. Oh Gott, ich hasse es. Super, mach weiter. Fast da. Oh, wünschte, es wäre vorbei. Du kannst also doch ein Gentleman sein. Danke. Das ist es. Verstehe ich nicht. Was genau findest du nur an dem Mädchen? Keine Ahnung, welches Mädchen du meinst. Offensichtlicher geht's doch nicht. Wann redest du endlich mit Taylor? Ich hab's nicht eilig. Überleg's dir. Wenn du wartest, verlierst du deine Chance. Hatte genug Mädels an der Angel. Die kriege ich auch noch. Wenn Taylor ein Fisch wäre, dann ein Bullenhai. Stur, fast unmöglich zu ködern und total bissig. Entspann dich mal etwas mit Taylor. Wie du meinst. Ich weiß nicht, was du in Taylor siehst. Wir sollten weiter, zu den anderen. Warum saß ich denn im Bus nur hinten? Dieser harte Boden ist Gift für meine Füße. Der Pfeiler muss an einer Straße sein. Vermutlich die in die Stadt. Oh. Schön, euch beide zu sehen. Wir haben es auch geschafft. Alles okay? Uns geht's gut. Aber am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Statt der nebligen Straße haben wir jetzt eben die Seitenstraße mit Angela und ihm gespielt. Das war halt im Hauptspiel auch nicht. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Also, was jetzt? Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Können wir jetzt los, ohne dass du den Klugscheißer spielst? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ich laufe mich gerade erst warm. Willst du noch mehr? Versuch's mal mit Höflichkeit. Das musst ausgerechnet du sagen. Daniel verdient was Besseres. Machst du Witze? Er ist nicht mein Freund. Was hast du ihr erzählt? Überhaupt nichts. Das geht dich überhaupt nichts an. Du hast recht, tut mir leid. Es geht mich echt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Diesmal hat der Lehrer recht. Am besten wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich denke, die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll! Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns. Es ist gefährlich, hier draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komm schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Komm mit uns, ihr spinnt doch. Mit euch gehe ich nirgends mehr hin. Was? Ich bin doch weggelaufen! Aha. Du hast ja doch noch Vernunft angenommen.
Schon wieder hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Sie ist voll weggetreten. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal. Warte, was wird das? Taylor? Vorsicht! Was? Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht! Ich laufe immer von euch weg! Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen! Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, ich komme. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Da gibt's nichts zu erklären. Kapier das doch mal. Wenn du mich fragst, wären wir ohne dich nicht in dieser verdammten Situation. Du gibst mir die Schuld? Als ob ich hier gern mit euch festsitze. Toll. Du hast das Kommando. Wir sind im Arsch. Zurzeit hat wohl der Nebel das Kommando. Besser er als du. Tu uns einen Gefallen und verschwinde im Nebel. Hör dich gerne, glaub mir. Hört auf. Streiten bringt uns nicht weiter. Was machen wir jetzt? Wir? Nichts. Wir kommen hier nie raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht klar denken. Den Sport. Warum ich? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. So, jetzt kann ich ja wieder einen Ton anmachen, also meine Stimme. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Weil es ist ja jetzt nicht. Gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt. Gerade viel Gespräch. Naja, dem Tod. Ich werde aber mal, wenn das geht, Untertitel anmachen, weil ich bin so einer, der Untertitel mag. Nur dummes Zeug. Ich hab zwar Audiosprache, Deutsch und alles, aber ich finde es besser, wenn es trotzdem auf mit Untertiteln ist. Ich bin da eher so einer. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Die Parts werden mal länger, mal kürzer. Ich sehe mich drin. Je nachdem, wie viel dann kommt. Los. Ich kann ja nicht in Cutscenes schneiden. Sondern erst so in Szenen, wo ich jetzt hier zum Beispiel mich bewege.
Danke für die Unterstützung vorhin. Frau Taylor. Gern geschehen. Wir sind gerade alle ein wenig reizbar. Bitte nicht aufeinander losgehen, ja? Was ist? Dieses Wappen kommt mir bekannt vor. Von wo? Nichts Besonderes. Alles gut? Du bist blass. Das gibt mir zu denken. Du warst ja nach dem Unfall kurz ohnmächtig. Ja, weiß auch nicht. Fühle mich etwas wackelig. Vielleicht erinnerst du dich deshalb nicht. Es wird dir sicher wieder einfallen. Stehen wir hier nur rum oder gehen wir rein? Das kenne ich. Sehen wir uns mal um. Nach einem Telefon oder so, okay? Was ist denn? Ich sag doch nur, wir sollen uns umsehen. Ich kann das nicht. Du musst dich entscheiden. Mich entscheiden? Was meinst du? Mich. Ich lauf dir nicht nach wie ein Schoßhund. Sorry, ich weiß, ich bin manchmal zickig, aber das alles hier macht mir echt Angst. Macht es mir auch. Ich will dich einfach nur ein bisschen besser verstehen. Komm schon, das tust du doch. Hey, sieh dir das an. Spielen wir? Spielen wir. Lenkt uns vom Nebel ab. Echt? Ist das nicht langweilig? Angst, dass ich dich schlage? Fang doch etwas leichter an. Ziel auf die 20. Ja. Anfängerglück. Versuch Doppel-7. Zumindest habe ich scharfe Augen. Guter Wurf. Den letzten jetzt aufs Bullseye. Du bist gut in Darts. Selbst wenn du abgelenkt bist. Seltsam, oder? Mit den anderen hier festzuhängen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht recht. Ist kein toller Abend, das ist klar. Aber es könnte schlimmer sein. Keine Namen. Aber einigen hier würde ich gern mal einen Dämpfer verpassen. Was denkst du? Sie halten mich für dumm. Beim Nebel hat keiner auf mich gehört, aber dann plötzlich kriegen sie Schiss und es heißt, oh, vielleicht hatte Taylor ja doch recht. Versuch zu verstehen, dass es nicht an dir liegt. Keiner von uns fühlt sich gerade toll. Ich dachte, wir halten zusammen. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Sie hat gut vorgelegt. Naturtalent. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Ich habe vergessen, mich zu entstummen. So ein Mist. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich den Stream. Heute ein bisschen kürzer, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Aufnahme tatsächlich ist, durch die kleine Unterbrechung immer zwischendurch.
ab morgen können wir ja dann das öfter spielen. Was heißt öfter spielen? Ich meine, ein bisschen länger spielen. Die Parts könnten natürlich auch eine Stunde lang sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde streame, ist es schwierig, das in zwei Parts zu teilen, weil die Hälfte des oder drei Viertel des Spiels besteht ja nur aus Filmsequenzen. Das heißt, bei diesem Projekt könnte es ein bisschen lang werden immer. Aber wie gesagt, ich beende jetzt erstmal den Stream und die Aufnahme an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Little Hope. Haut rein und bis dann. Ciao.